bin ich wieder. Ja, also ich muss jetzt gehen. Bleib doch ruhig. Dich habe ich auch schon vermisst. Wirklich ein sehr schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Vor allem dann, wenn man selbst niemanden mehr hat, dem man vertrauen kann. Auch wenn du das Gefühl hast, du lernst es nie. Konzentration! Gibst du wirklich Mühe mit mir? Ich kann nicht bleiben. Mir geht Julia nicht aus dem Kopf. Wie konnte ich sie nur hängen lassen? Du hast sie nicht hängen lassen. Sebastian, Julia braucht mich. Vor allem jetzt. Und ich denke nur an mein eigenes Vergnügen. Ich fühle mich so... Ach, verdammt. Ich finde es höchste Zeit, dass du an dich denkst. Ich komme aber nicht klar damit. Weißt du denn überhaupt, was du willst? Ich glaube, im Augenblick weiß ich eher, was ich nicht will. Keine Ansprüche mehr an mich, keine Schuldgefühle und keine Ausreden. Den Anfang hast du doch schon gemacht. Den Rest schaffst du auch. Ich helfe dir dabei, okay? Okay. Tut mir leid. Hab wohl keine glückliche Hand heute. Aber vielleicht habe ich auch zu viel zu tun. Seit ich auch noch die Buchhaltung am Hals habe. Frag doch Susanne. Die sucht einen Job. Job? Habe ich was von Job gehört? Um was geht's denn? Die Buchführung in der Firma. Ehrlich? Na, im Fitnessstudio habe ich ja auch die Buchhaltung gemacht. Eine Baufirma ist kein Fitnessstudio, Susanne. Ich bin ja nicht dumm. Darf ich daran erinnern, dass ich BWL studiere? Gib ihr halt die Chance. Du weißt doch, dass sie tüchtig ist. Gut. Probieren wir es. Aber vorher muss... Moment, ich gehe rein. Ja, Brandner? Ja, hallo Arno. Fiona hier. Sag mal, kannst du in deiner Firma vielleicht einen Praktikanten gebrauchen? Ja, wieso nicht? Worum geht's denn? Es geht um den Sohn eines alten Freundes. Er hat gerade sein Architekturstudium beendet und sucht jetzt eine Firma, wo er sein Berufspraktikum machen kann. Aha. Er sitzt direkt vor mir. Möchtest du ihn sprechen? Ja, warum nicht? Gut, ich gebe ihn dir. Tschüss. Ja, Alex Wiegand. Guten Abend, Herr Brandner. Fiona hat dir schon gesagt, worum es geht. Ja, was haben Sie sich denn so vorgestellt? Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich von allem etwas mitkriege und nicht gleich voll spezialisiert einsteige. Und wann sollte das sein? Ich kann sofort bei Ihnen anfangen. Wissen Sie was? Kommen Sie doch gleich morgen früh vorbei, dann sprechen wir in Ruhe darüber. Um 9 Uhr hier? 9 Uhr, okay. Also, dann. Ja, bis dann und vielen Dank. Ich bin es leid, von allen als Rabenmutter hingestellt zu werden. Ich habe alles getan, um Julia zu schonen. Und jetzt... Kopf hoch. Du hättest früher mit der Wahrheit rausrücken sollen. Ach, hinterher ist man immer klüger. Aber habe ich es verdient, aus Julias Zimmer geschmissen zu werden? Julia hat dich aus dem Zimmer geworfen? Sie bat Gero darum. Dabei wollte ich ihr nur alles erklären. Sie hat mich nicht mal zu Wort kommen lassen.
ist der erste Schock. Sie muss das auch alles erstmal verarbeiten. Aber was ich nicht verstehe, wie hast du nur deinen Sohn 20 Jahre lang vor allen geheim halten können? Gab es dir nie irgendwelche Fragen? Charlie, bitte. Ich erkläre dir das irgendwann mal, aber nicht jetzt. Im Moment möchte ich euch beide nur bitten, dass ihr ein gutes Wort für mich bei Julia einlegt. Alles, was ich will, ist, dass meine Tochter mich wenigstens anhört. Na, also ich werde nicht mit ihr reden. Wir kriegen das schon wieder hin. Du bist noch wach. Ich kann nicht schlafen. Geht so vieles durch den Kopf. Mach mir Sorgen wegen Kathi. Wieso denn? Heute Abend zum Beispiel. Ich weiß nicht, was mit ihr los war. Sie hat mir nicht gesagt, was sie hat. Ist einfach rausgelaufen. Ich kann doch froh sein, wenn ich noch einen guten Morgen zu hören kriege. Na, immerhin. Da wüsste, was ich falsch mache. Es geht ja auch um ihre Schule. Ich knöpfe sie mir morgen mal vor. Aber bitte sei vorsichtig mit ihr. Sie kommt mir vor wie ein rohes Ei. Klar. Und Julia? Hast du sie noch angerufen? Ja, habe ich. Mhm. Naja, sie hätte schon lieber gehabt, wenn ich noch mal vorbeigekommen wäre. Ach, ist auch mal gut, wenn du mal einen Abend für dich hast. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wo du warst. Oh, ich habe mit dem Kommilitonen von der Prüfung gelernt. Es geht doch nichts über ein gemütliches Frühstück. Voll im Stress. Ich muss gleich weg. Warte mal eine Sekunde. Zu spät kommen ist nicht. Nicht so schnell. Ich muss dir was sagen. Wir sprechen uns ja wieder. Barbara macht sich Sorgen um dich. Das tut sie doch immer. Vom Rumheulen und nichts erzählen werden sie auch nicht weniger. Was ist denn los? Hast du wieder eine Mathearbeit verhauen oder was? Wegen der Schule heule ich doch schon lange nicht mehr. Das wäre ja ein Dauerzustand. Ja, was ist es dann? Die dumme Tussi vom Modelkurs. Die sind halt alle viel besser als ich, haben schon jahrelang Tanzunterricht und so. Du lernst das schon. Augen auf und durch. Noch so ein Spruch in die Schrei. Wie lernt man denn nicht hässlich und plump zu sein? Wer redet denn so einen Quatsch? Schau dir mal die anderen Mädchen an. Die sind alle super. Und ich kann mich noch nicht mal richtig bewegen. Das konnten die am Anfang auch nicht. In ein paar Wochen bist du genauso weit. Klar, und die noch weiter. Ich verstehe dich, ja. Aber mach bitte nicht wieder so eine Szene wie gestern Abend. Barbara macht sich einfach Sorgen, weil du nichts mehr erzählst. Da ist sie doch selbst an Schuld. Ich komme ja schon. Hallo. Tut mir leid, wenn ich störe. Wo wollen Sie das denn wissen? Ich möchte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Haben Sie das? Mein Name ist Alex Wiegand. Ich habe einen Termin bei Herrn Brandner. Wenn Sie meinen Vater sprechen wollen, der kommt in ein paar Minuten. Kaffee? Nur keine Umstände. Ach, es tut mir leid, wenn ich Ihnen etwas aufdringlich erscheine. Sie können ja etwas Unaufdringlichkeit üben, während Sie warten. Gute Idee.
Sie haben in Karlsruhe studiert? Ja, dauerte allerdings länger als geplant, weil das BAföG vorne und hinten nicht reichte. Ich erinnere mich an die Zeit, als man sich noch durchboxen musste. Hat auch was Nützliches, das Jobben. Lernt man eine Menge Praktisches. Und die Zukunft? Wie soll die aussehen? Irgendwann ein eigenes Architekturbüro? Schwerpunkt ökologisches Bauen? Natürliche Baustoffe? Sanfte Energie, geschlossene Wasserkreisläufe? Ja, das ist faszinierend. Aber ich fürchte, in meiner kleinen Firma kann ich damit nicht dienen. Wir sind schlichte Handwerker. Ja, umso besser. Ich will von der Pike auf lernen. Kalkulation, Bauleitung, Lagerverwaltung, Buchhaltung. Kennen Sie sich damit aus? Ich habe schon überall schon mal reingeschnuppert und der Rest kommt dann schon, Sie werden sehen. Ja, das freut mich. Dann wissen Sie ja, wie es in Kleinbetrieben so zugeht. Da packt jeder überall mit an. Ja, das bin ich gewöhnt. Sehen Sie sich das mal an? Euer Kunde von Papa? Mhm. Vielleicht dein Zwillingsbruder. Na prima, dann sind wir ja Drillinge. Und mit Julia alles okay? Nein. Oh, Scheiße. Wenn ich was tun kann, dann sag was, ne? Ja, mach ich. Ja, das klingt alles sehr vielversprechend. Gut, kleine Probe aufs Exempel. Kein Problem, Herr Brandner. So einfach ist das nicht, Sebastian. Ich kenne Julia. Sie wird es nicht so locker wegstecken. Zerbricht dir nicht Julias Kopf, Gero, zerbricht dir deinen. So verdammt schwer. Ja, ja, es ist immer alles so schwer. Sebastian? Sebastian! Sehen wir uns heute Abend? Okay. Bis nachher dann. War das Julia? Gehst du heute hin? Ja. Hier, Kathi. Sie hat sich in keinem Fach verbessert. Ihre Versetzung ist nach wie vor gefährdet. Schau das noch. Mit dem Kind stimmt was nicht. Sie kommt spät nach Hause. Wird pampig, wenn ich frage, wo sie war. Ich weiß nicht. Hast du schon mit ihr geredet? Ja, habe ich. Und was sagt sie? Okay, versprich mir, dass du dich nicht aufregst. Oh Gott, sie hat doch nichts angestellt. Nein, hat sie nicht. Sie besucht seit einiger Zeit nachmittags eine Mannequin-Schule und da läuft es anscheinend nicht so, wie sie sich vorgestellt hat. Was? Bitte? Gründe doch einen Förderverein zur Versöhnung der von Anstettens, Charlie. Ich kann eben nicht mit ansehen, wie ihr beide leidet, Julia. Findest du dein Verhalten denn in Ordnung? Ja, ich weiß, ich hätte sie nicht rauswerfen brauchen. Das war übertrieben. Red wenigstens mit ihr, hm? Na gut, du hast recht, ich werde mit ihr reden. Hallo. Hallo. Wolltest du nicht gerade gehen, Charlie? Soll ich das denn? Ja, das wäre nicht so schlecht. Schon verstanden. Dann will ich die Familienidylle nicht länger stören. Tschüss. Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder. Ja. Endlich. Und? Wie geht's dir? Das sollte ich lieber dich fragen. Wie hat das denn deine Familie alles aufgenommen? Ja. Flammendes Inferno. Und neues Geschirr. Mhm. Und unser Vater, Arno, was hat er gesagt? Er hat sich tapfer geschlagen. Hm? Mhm. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Willst du ihn kennenlernen? Mhm. Irgendwann schon. Sie sehen, das Stahlgerüst der alten Lagerhalle ist voll integriert. Das spart nicht nur eine Menge Zeit und Kosten, sondern verleiht auch dem Neubau einen besonderen Reiz. Tragfähigkeit? Nach diesem Gutachten hier hält das Gerüst mindestens noch 100 Jahre. Nicht schlecht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kalkulieren mir einen kleineren Auftrag durch und dann entscheiden wir uns. Einverstanden? Ja, gerne, Herr Brandner. Iris, darf ich dir Herrn Alex Wiegand vorstellen? Möglicherweise unser neuer Praktikant. So. Na, dann willkommen in der Firma. Vielen Dank, Frau Brandner. Ja, und ich bringe Ihnen die Kalkulation so schnell wie möglich vorbei. Übermorgen reicht. Gut, ich rufe Sie an. Bis dann.
Wie es scheint, werden wir uns jetzt öfter sehen. Klasse. Ich freue mich schon drauf. Echt klasse. Du quatsch mir eh alles kaputt. Kathi, das stimmt nicht. Aber was mich am meisten enttäuscht, dass du mir nichts mehr erzählst. Du willst ja nicht, dass ich Model werde. Nicht solange die Schule darunter leidet. Hier, sieh mal. Schon wieder einer von diesen Briefen. Wie willst du eigentlich die Versetzung noch schaffen? Ich werde aber Model werden. Sag mal, Kathi, wo hast du eigentlich das Geld her für die Manneke-Schule? Ich möchte eine Antwort, Claudia Schiffer. Die roten erinnern mich an die blauen. Für dich. Oh, danke. Julia, wegen gestern Abend. Oh, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich wollte dich nicht so bedrängen. Ich wollte mich eigentlich bei dir entschuldigen. Ach, du bist süß. Aber weißt du, du hast schon so viel für mich getan und ich kann nicht immer erwarten, dass du ständig für mich da bist. Ich bin schon ein schöner Freund. Die ersten Belastungen gebe ich schon um. Ach, Quatsch. Du bist der beste Freund, den ich jemals haben könnte. Was ist es denn? Pass doch auf. Oh, ein Äffchen. Und es sieht so ein bisschen aus wie du. Ich werde ihn Gero 2 nennen. Schön. Hältst du denn von dem Alex Wiegand? Mir wär's lieber, wenn du mich bei wichtigeren Dingen um meine Meinung fragst. Was ist denn wirklich so toll an ihm? Ist das nicht ein toller Typ? Na und? Was heißt denn na und? Hör mal, jemand, der von sich behauptet, Kalkulation, Bauleitung, Lagerverwaltung und auch noch die Buchhaltung erledigen zu können. Ja, der leidet doch unter galoppierendem Größenwahn. Also ich finde, wir sollten ihm zumindest eine Chance geben. Susanne, sag mal, bist du sauer wegen der Buchhaltung? Wieso? Naja, vielleicht könntest du denken, dass ich den Alex Wiegand an deine Stelle... Also da wäre ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ja? Sag mal, Papa, kennst du eigentlich Arno? Nein, ich hatte nie Gelegenheit. Wolltest du ihn nicht kennenlernen? Es ist lange her. Ich weiß nicht. Warum weißt du nicht mehr? Clarissa, sie wollte einen Schlussstrich unter das schmerzliche Kapitel Arno ziehen. Du willst ihn kennenlernen, ne? Irgendwann schon. Ja, das verstehe ich. Es war egoistisch von mir, nie mit dir über deinen Vater zu reden. Aber ich war so froh, endlich eine richtige Familie zu haben, verstehst du? Und dich hatte ich vom ersten Tag an in mein Herz geschlossen. Du wirst mich nicht verlieren. Papa. Na, wieder mal dabei, die Stadt zu verschandeln? Du kennst mich doch. Ich gebe nicht eher Ruhe, bis das ganze Land zu betoniert ist. Ich war im Krankenhaus bei Julia. Und? Ja, sie hat nach dir gefragt. Sie geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht besuchst du sie mal. Will sie das denn? Ich glaube schon. Was ist, wenn wir uns nichts zu sagen haben?
Fahr doch einfach hin und find es raus. Und du bist sicher, dass Clarissa sie zurzeit nicht besucht? Ja, ziemlich sicher. Ich weiß nicht. Wie kommst du dazu, dich in die Erziehung meiner Tochter einzumischen? Wovon redest du? Du weißt genau, wovon ich rede. Du finanzierst Kathi diese Manikerschule, obwohl ein Blinder sehen kann, dass sie für diesen Beruf nicht geeignet ist. Wie kannst du ihre Flausen auch noch unterstützen? Ich dachte, du wüsstest davon. Ja, seit heute. Mein Gott, sieh mich nicht so an. Ich dachte, ich würde Kathi einen Gefallen tun. Schließlich wird ja nicht jedes Mädchen in die Maiwaldschule aufgenommen. Reine Selbstlosigkeit also. Kathi geht da nicht mehr hin. Hallo, ihr zwei. Kann man euch irgendwie aufmuntern? Vergiss es. Barbara und ich, wir waren uns sowieso einig. Nicht wahr, Barbara? Du sagst es. Was ist denn mit der los? Vergiss es. Warst du im Krankenhaus? War ich. Und? Was sagt Julia? Nicht ganz einfach, das Mädchen. Fast so eigensinnig wie die Mutter. Aber dank meiner außergewöhnlichen diplomatischen Fähigkeiten. Charlie, das ist wirklich sehr nett von dir. Wo willst du denn hin? Na, ins Krankenhaus.